Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Das Testament des Sherlock Holmes, Leute. Wir müssen jetzt die Bomben der Anarchisten finden, sonst ist es zu spät, sonst wird ganz London in die Luft gesprengt. Letztens haben wir hier in dem Theater den Prinz Woodville, der ja auch ein bisschen übergeschnappt ist, unter die Bühne verfrachtet mit einem besonderen Hebel. Und jetzt müssen wir halt... Ich bedauere die Menschen, die für diese Attraktion ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Was ist das denn? Eine Rutsche, ist doch cool. Ist doch nicht so schlimm, eine Rutsche, oder? Aber jetzt noch so eine Schaukel. Können wir eine Runde schaukeln gehen? Also der Jahrmarkt, der gefällt mir eigentlich. Gut. So, ich glaube, ups. Ach, guck mal, hier ist der Diamantring. Ich glaube, wir müssen ja, in diesen Container... wo die Typen die Bomben gebaut haben. Irgendwo muss hier auf jeden Fall, ich glaube, so ein Zelt sein oder so, wo wir hin müssen. Wir müssen einfach mal ein bisschen umgucken. Also hier sind die Russen drin, ne? Das war hier in dem Wagen. Aha, guck mal. Das Ofenrohr. Interessant, es wurde aufgeschnitten. Ja, hier sind die Russen. Können wir das irgendwie zumachen? Das Ofen... Die können wir nicht, können wir nicht. Okay, können wir denn noch was machen, wenn wir uns die Russen ansehen? Die können wir uns gar nicht ansehen, die Russen. Das Ofenrohr. Also ein Ofenrohr, das aufgeschnitten wurde. Okay. Okay. Lässt sich nicht öffnen. Hier kommen wir nicht rein. Mit dem Messer auch nicht? Nee, kommen wir auch nicht. Schade. Und hier kamen wir ja vorhin rein, ne? Da war ja diese, genau, diese Notiz war hier ja drin. Mit den anarchistischen Botschaften. Die wollen ja hier das ganze Königreich stürzen. Das ganze Vereinigte Königreich hier. So. Ach, guck mal, hier kam er vorhin nicht rein. Dann mit dem... Das kann ich nicht tun. Dann halt nicht, Holmes, okay? Dann halt nicht. Irgendein Zelt meinten sie doch, oder? Meinten die nicht, das ist in so einem Zelt hier in der Nähe? Wir müssen uns einfach mal ein bisschen umgucken. Irgendwo muss es sein. Hier ist, glaube ich, die Stelle gewesen, wo wir den Typen eingesperrt haben. Genau, da kommen wir auch gar nicht mehr rein. Ich glaube, da wollen wir auch gar nicht rein. Da ist nämlich das verrückte Wesen drin. Ich glaube, dann gehe ich nochmal hier runter. In Richtung der Pferde hier. Irgendwas muss ja auch hier mit noch sein. Mit diesem Gebäude hier, weil da können wir auch was machen. Ich höre Holmes, wir müssen den Tank der Lage... Natürlich. So, und den Sprengstoff, den haben sie ja da in der Hütte auch, oder? Also, in dem Zelt haben die doch die Bomben hergestellt und dann hatten die doch irgendwie so Hütten noch, glaube ich, war doch so. Dieses Fenster dürfte eine... Ich glaube, es ist zu hoch. Außerdem ist es... Ach. Ja, aber wie kommen wir denn da hin? Das ist wieder die Frage, weißt du? Ich würde mir auch vorstellen, dass wir uns irgendwie so an der, wie heißt's, an der Telefonleine so dranhängen können und dann so Tarzan im Dschungel machen können, so in der Art. Ich drücke mal eine falsche hier. Hier ist ja diese Telefonleitung. Ich weiß nicht, ob wir damit was machen können. Aber ich glaube ja eher nicht. Bringt uns einen Hinweis irgendwas? Nö. Die Hinweise, die bringen uns auch irgendwie gar nichts, ne? Oder wir müssen nochmal ganz zurück zum Anfang. Und dann auf das Dach der Lagerhalle kommen oder so. Aber dann verstehe ich nicht das mit dem Zelt und den Russen. Wahrscheinlich ist es voll offensichtlich, was wir machen müssen. Nur ich bin einfach zu hohl, um das umzusetzen. Ne? Ich bin bestimmt einfach nur zu blöd. Das ist die Wahrheit. Ich bin dafür zu blöd. So, hier war ja der Anfang. Hier ist das Ding mit den Sachen. Ne, rüber kommen wir auch nicht mehr. War hier denn noch sonst was? Ne, da kommen wir auch gar nicht hin. Hier ist halt diese Telefonleitung. Eine Telefonleitung. Interessant. Ich hätte ja gesagt, wir schnibbeln das da. Oh, ich glaube, ich muss gerade mal... Warte. So, da bin ich wieder. Ich musste ganz kurz niesen. Können wir hier was kombinieren? Nein, oder? Ich glaube...
Wir können auch nichts kombinieren. Schade, Schokolade. Dann übersehe ich, glaube ich, einfach irgendwas Offensichtliches. Und ich bin nur zu blöd. Weiß nicht was. Aber das ist ja nichts Neues. Jetzt komm, lassen wir nachdenken. Was könnten wir mit dem Metallteller machen? Können wir den irgendwo gegenklatschen oder so? Boah, ich würde am liebsten den Teller irgendwie in die Fresse gerade hauen, ne? Ah, einfach den Russen so. Da eben. Ah. Können wir was bei dem Pferdekarussell machen? Ups, lass ich mal bitte durch. Sehen Sie, Holmes, mit einer Antenne. Mit einer Antenne. Da können wir aber auch nichts machen. Nee. Hier können wir nichts machen. Ist auch grün. Da heißt, das funktioniert schon mal nicht. Da sind wir gerade lang gegangen. Dann müssen wir doch was bei diesem... Oh, was ist das? Ach nee, da kommen wir auch nicht weiter. Haben wir hier schon? Ich habe gerade gar keinen Überblick mehr, Leute. Kommen wir da rein? Ach, das ist doch das Theater. Oh ja. Aber warum kommen wir hier nochmal rein? Heißt das, hier ist noch was, oder? Was ist hier los? Irgendwas... Weil wir kommen... Oder... Einfach nur so nochmal hier... Ach, dieser okay. Zauberer hat einen stabilen Ledergürtel. Ein kleines Täschchen befindet sich daran. Okay. Kleines. Hat sonst noch jemand was? Nein. Kleines Täschchen. Ah, guck mal. Zauberpulver. Und das Zauberpulver, das können wir bestimmt in das Ofenrohr kippen. Und dann werden sie bewusstlos, die anderen. Da kann ich mir auch vorstellen. So. Seht ihr, man muss sich einfach ein bisschen mehr umgucken. Dann wird das schon gut. Ich wusste, dass irgendwas bei dieser Puppe, bei den Puppen noch sein muss. Das war ja so klar. Naja. Egal. Das Rauchpulver des Zauberers. Aha. Das machen wir erstmal darin. Abracadabra. Sind sie jetzt tot? Ich brauche... Den Gürtel. Ja. Um das festzumachen, ne? Oder? Stimmt, ne? Ich brauche etwas. Doch nicht. Mach doch den Gürtel dran. Der Teller? Warum denn der Teller? Zauberpulver und eine Metallabdeckung. Ah, um das zuzumachen. Dagegen kommen die Revolutionäre nicht an. Verstecken wir uns, Watson. Yo, verstecken wir uns. Watsi. Wasser. Nö. So aus. Ja, Wasser. Frei. Wodka wohl er bei euch. Schnell, sperren wir die drei. Okay. Und zack, die Bohne. Lalalala. Und zu. Sehr gut. Ich kann hören, wie Flaschen geöffnet werden. Die drei Brüder unterhalten sich lebhaft auf Russisch. Sie scheinen sich betrinken zu wollen. Perfekt. Oh. Wir müssen uns beeilen, Holmes. Jedes Signal deutet darauf hin, dass die Vorbereitungen zur Auslieferung der vergifteten Suppe voranschreiten. Ja. Ich komme, Watson. Ich muss nur noch die Abdeckung wieder vom Ofenrohr entfernen. Weil sonst sterben wir auch, Watson. Das willst du doch nicht, oder? Und dann rennen wir mal hier ganz geschwind. Und ich habe auch gesehen, das finde ich ja voll doof, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, der nächste Teil, also den ich spielen möchte von Sherlock Holmes, der Crimes and Punishments. Und das ist voll blöd, weil der ist nur auf Englisch synchronisiert und nicht auf Deutsch. Dieser Wohnwagen ist genauso schmuddelig wie der erste. So, ein russisches Wörterbuch. Cool. Ein russisches Wörterbuch. Draht. Ich dachte, das ist so eine russische Kette oder so. Dieses Kunstwerk zeigt, welchen Groll die Anarchisten gegen Prinz Woodwill und gegen alles, für das er einsteht, hegen. Ja, aber den mögen wir doch auch nicht, den Woodwill, oder? Haben wir doch nur gespielt, dass wir dem helfen.
Eure Freiheitsbringer müssen so bald wie möglich an folgenden Zielort platziert werden. Irgendwas Russisches. Die Namen der Ziele sind auf Russisch und nicht lesbar. Zumindest für mich. Sieht so aus, als hätten die Brüder vor jedem Namen Notizen hinzugefügt. Diese Liste hat etwas mit dem Wörterbuch auf dem Tisch zu tun. Ach, dann lernen wir hier noch Russisch. Ist ja eigentlich doch ganz praktisch, das Spiel. Eine kleine Säge. Vielleicht brauchen wir sie noch. Die Dynamitstangen sind leer. Ein Jammer. Ach so. Ah, okay, da ist nichts mehr drin. Was schmelzen die da? Ein Backstein oder was? Mal sehen. Russian English Dictionary. Yeah. Da steht Manata. Steht hier auch irgendwo Manata? Ach so, wir müssen bei... Was ist das? Pi. Das ist nicht richtig. Wo ist denn das Pi? Russisch ist ganz... Das ist ein P. Okay. Das ist nicht... Oder müssen wir jetzt bei A gucken? Ich glaube bei diesem... Bei dem hier. Das ist nicht... Hier. Manata... Das da. House of Commons. Okay. Dann Kukot... Kukot... Also ein C ist das hier. Der C ist T. C ist T, okay. Wir lernen hier noch Russisch, Leute. Das ist Scotland Yard. House of Commons, Scotland Yard. Das hier ist... Ja, ein Buchstabe. Ein... Also... Buckingham... Das hier heißt Buckingham Palace. Also... Einmal hier House of Commons, Scotland Yard, Buckingham Palace und ein H. H ist O. Also Bank of England. Ach guck mal, hier steht sogar Bank. Letzte Wort. Da, Bank. Das ist wahrscheinlich England. Okay. Also Russisch. Wenn diese Sprengsätze detonieren, dürfte das Königreich eine der schlimmsten Krisen seiner Geschichte erleben. Was wollen Sie jetzt mit dieser Information machen, Holmes? Ich muss Inspektor Lestat darüber in Kenntnis setzen. Wie? Indem ich ihn anrufe. Das verlassene Haus ist mit einem Fernsprechamt verbunden. Ich werde versuchen, mich unauffällig hineinzuschleichen. Soll ich Sie begleiten? Sie können mir dabei helfen, hineinzugelangen. Aber während ich da nach dem Telefon suche, sollten Sie versuchen, so viele Informationen über die Bomben wie möglich zu sammeln. Die Sprengstoffexperten bei Scotland Yard werden sie brauchen. Verstanden. Genau, Watson. Dein Einsatz. So, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall beeilen. Ich dachte, die Folge ist schon frei. Nee. Ist sie noch nett. So, dann rennen wir jetzt mal hier runter. Boah, ich glaube, wir sind auch schon bald beim Finale. Sag ich jetzt wieder, weißt du? Und dann haben wir am Ende wieder so noch 3 Wochen Folgen oder so. Ich höre... Achso, schade. Ich dachte, das funktioniert jetzt. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt von hier dahin. Frage ist wie? Ja, was denn? Weiß ich doch nicht, was du brauchst. Ja, du bist lustig, Sherlock. Als ob ich Christus bin oder so, weißt du? Ich weiß ja auch, was du brauchst. Dann wirf doch die Scheibe einfach ein oder wirf den Draht hoch und zieh dich hoch, oder? Ich weiß doch nicht, was du brauchst, Kind. Hilf mir doch mal mit hier. Oder Watson, hilf du mir doch mal. Mensch, alles muss ich ja alleine machen. Oder habe ich was übersehen in dem Haus? Das kann natürlich auch sein. Das kann ich mir sogar eher vorstellen als alles andere. Dass ich irgendwas übersehen habe. Hab ich eh. So. Dann schauen wir nochmal rein hier. Was ich übersehen habe. Wahrscheinlich irgendwie so ein Seil. Einfach noch irgendwas Krasses habe ich vergessen.
Die Dynamit... Welch ein Jammer. Ja, nee. Gehen wir zu... Ja, schön. Und was machen wir da? Wenn ich jetzt da hingehe, das bringt mir nichts. Ich kann hören, wie Flaschen geöffnet werden. Die drei... Kann ich die noch mal sehen? Nee. Ja, aber ich weiß nicht, was mir fehlt, mein werter Freund Sir John Watson. Oder ich habe hier einfach irgendwas noch. Kann ich mir auch vorstellen. Nee. Schade. Ach, was weiß ich, bin ich Christus oder so? Bin ich. Oder bin ich. Hä, wie komme ich denn hier runter? Ach, da. Ja, aber. Nee, verstehe ich einfach. Ich dachte, ich kann hier durch. War so richtig cool sein. Aha. Ich muss in das Zimmer gelangen, in dem sich das Telefon befindet, aber nicht von außen. Das Fenster ist sicher fest verschlossen. Ja, toll. Wirf was da rein. Ich muss. Mach Feuer. Ich muss in das. Ja, schön, dass du in das Zimmer musst. Ich muss da auch rein. Ich bin nämlich du. Oder bist du ich? Nein, ich bin. Jetzt ist nur die Question, wo, wie kommen wir da rein? Ich höre. Ja, schön, dass du Geräusche hörst. Ich höre nichts. Können wir auch da reingehen? Ich meine, du hast eh unendlich Leben, ey. Dann denke ich mal, dann startet das Spiel einfach von neu. Ich fühle mich dezent verarscht. Was brauchst du denn? Sprich doch mit mir, Kind. Menschenskind. Es geht nicht. Was brauchst du denn? Sag es mir doch. Häng dich ja dran, dein Gürtelschnalle auf. Also nicht aufhängen, sondern zieh dich doch da hoch. Irgendwas übersehe. Was übersehe ich denn? Ich weiß es nicht. Hilf mir doch mal. Leute, helft mir doch mal bitte. Aha. Was haben wir denn da? Wer kommt denn bitte auf die Idee, bis nach China da hinten zu rennen? Nee. Der Haupteingang ist nicht verriegelt, wird jedoch von außen bewacht. Warum sollen wir jetzt auch rausgehen, nachdem wir keine Mühen gescheut haben, hier reinzukommen? Ach so. Aber hier ist doch auch nichts, was mir weiterhilft. Nichts ist hier, was mir weiterhilft. Denke ich mal. Sind die denn noch hier drin? Ja, die sind noch da. Oh Mann. Ja, und sonst würde ich einfach mal sagen, ich mache einmal einen ganz kurzen Cut. So, da sind wir wieder. Das Rätsels Lösung war, wir müssen die Leiter absägen. Haha. Ah, super. Weißt du, sowas fällt mir auch erst dann so nach 3 Jahren. Die Leiter ist nicht allzu schwer. Ich kann sie tragen. Dann mach das mal. Dann kombinieren wir die Leiter jetzt noch hier zusammen zu 2 kleinen Leitern. Mit dem Draht machen wir sie zu einer großen Leiter. Und jetzt haben wir auch unsere Leiter, um da hochzukommen. Ey, das war immer so, das sind so Sachen, wenn man die jetzt im Nachhinein so weiß, dann ist das so einfach eigentlich, ne? Weil was braucht man, um da hochzukommen? Ja, am besten so eine Leiter irgendwie, ne? Ja, also, das tut schon so ein bisschen weh manchmal. Klettern wir jetzt hoch. Ist hier alles vergittert. Dann sägen wir mal hier alles schön mit der Leiter auf. Ich könnte die Stäbe zersägen und mir so einen Durchgang schaffen. Oh, sorry Holmes, ich hab dich unterbrochen. Voll schnell. Muss ich jetzt alles einzeln hier absägen oder? Nee, wollte schon sagen, ey. Wäre jetzt ein bisschen zu viel gewesen. So, und mit dem Nein, Ring... Nein, das ist nicht nötig. So. Nein, wenn ich die Scheibe zerschlage, macht das zu viel Lärm.
Eine gute Idee, den Diamanten des Rings zu benutzen. Erinnere ich Sie etwa an den Affen, der die Halskette gestohlen hat? Aha. Gut gemacht, Holmes. Weißt du, wollte ich schon vorher machen. Es wird Zeit, mich in die Höhle des Löwen zu wagen. Dann, Watson, doch, das ist nötig. Ich kann nicht abschätzen, wie lange ich brauchen werde, um den Telefonapparat zu finden. Nutzen Sie die Zeit, um in den Schuppen zu gelangen, wo die Bomben gebaut wurden. Sofort. Ich stoße später wieder zu Ihnen. Oh. Oh nein, ich will nicht Watson Steuer. No, ich dachte, ich kann jetzt mit Holmes da Telefonat. Oh, der ist aber schneller als der Holmes, oder? Kann das sein? Das ist, glaube ich, so. Gut, aber ich werde jetzt. Ich weiß noch nicht mal, welcher Schuppen, welcher gemeint ist. Ich glaube, der von den Russen, oder? Ich werde mich auf jeden Fall jetzt. Dank des Wodka-Vorrats ist es ruhig im Waschraum. Wahrscheinlich haben die Anarchisten nicht einmal bemerkt, dass sie eingesperrt sind. Sehr gut. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zur neuen Folge von Das Testament des Sherlock Holmes. Tschüss.